Es ist schon richtig. Ich biete hier eine Dienstleistung an gegen Geld. Das ist tatsächlich so. Es ist ein Deal letztendlich. Dafür biete ich also 2 Stunden wirklich ungeteilte Zuwendung für diese Person und auf diese Person individuell auch zugeschnitten. Das heißt, die Person, die kommt, bestimmt das mit. Die bestimmt die Sitzung mit. Und ich arbeite mit dieser Person zusammen an etwas, wenn sie denn möchte, wenn sie sich darauf einlässt. Stelle ich der Person auch frei, wie viel sie ausziehen möchte. Also niemand muss sich hier sofort nackig ausziehen. Und ich stelle meistens auch den Leuten frei, wie sie sich hinlegen möchten. Dann fange ich auch an, auf dem zugedeckten Körper meistens was zu machen. Und erst dann langsam, langsam kommt vielleicht die erste Decke ab und dann die zweite. Und dann vielleicht mache ich noch mal was auf der Decke, bis ich auf die Haut komme. Das dauert eine ganze Weile manchmal. Also viele Männer, mehr Männer als Frauen. Und oftmals geht es um Beziehungen, also ganz im allgemeinen Sinne. Also manchmal haben die Beziehungsschwierigkeiten. Entweder haben sie eine Beziehung und haben da irgendwelche Probleme, oder sie sind alleine und ihnen fehlt was. Leute, die tatsächlich eben behindert sind, mit einer Behinderung, die deswegen auch keine oder nicht es nicht leicht haben, eine Beziehung zu finden. Grundsätzlich habe ich Menschen, die zu mir kommen, die alleine leben und sehr einsam sind. Und da ist die Sexualität manchmal gar nicht das zentrale Thema, sondern mehr die Einsamkeit und der Kontakt und das Erzählen und das gestreichelt werden. Aber ich habe auch viele, meistens Männer, die in einer Beziehung leben, die verheiratet sind, die ihre Frau auch lieben und ihre Partnerschaft nicht aufgeben möchten und die trotzdem zu mir kommen, weil ihnen in der Partnerschaft einfach irgendwas fehlt oder weil sie für sich selber was gerne machen möchten oder auch erforschen möchten, so. Ich kann das gut unterstützen, weil ich bin keine Konkurrenz in dem Sinne für die Beziehung, sondern ich unterstütze die Person in ihrer Beziehung und möchte ja nicht, dass die Person aus ihrer Beziehung rausgeht. Im Gegenteil. Oft ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, die Leute reden mit mir sehr viel über Sex, was sie zu Hause natürlich auch tun könnten mit ihrer Partnerin, aber da passiert es leider nicht so. Also das merke ich ganz viel, dass die Kommunikation zwischen den Paaren, wenn die schon lange zusammen sind, die ist leider oft eingeschlafen oder nicht mehr so. Und hier wird oft sehr viel geredet über Dinge, die über Sex und Erotik und wie es läuft und wie die Beziehung aussieht. Und letztendlich hoffe ich, dass zum Beispiel aus diesen Gesprächen dann die Leute was mit nach Hause nehmen und wieder in die Beziehung dann reintragen. Das ist natürlich toll. Also wenn ich merke, da entwickelt sich was weiter so. Also ich habe hier einen Raum, wo die Leute einfach sich üben können oder das üben können. Die können ja auch kommen und sich was wünschen zum Beispiel. Ob ich das dann erfülle, ist nochmal was ganz anderes. Aber die können ihre Wünsche äußern oder auch sagen, wo sie gerne berührt werden möchten oder wo nicht zum Beispiel. Manchmal ist es ja auch sehr wichtig, sie gerade nicht zu berühren, weil es zu viel ist dann in dem Moment oder so. Das ist auch interessant. Die 2 Stunden mit einem Klienten können auch sehr verliebt sein und sehr nah. Die Frage ist ja nur, damit will ich sagen, ich verhindere nicht, oder das kann man ja sowieso nicht verhindern, dass sich hier jemand verliebt
oder dass es eben tatsächlich emotional auch nah ist. Das kann man nicht verhindern und das ist auch schön. Das stellt sich ja nur die Frage, eben was daraus folgt oder ob daraus etwas folgt. Also manchmal gibt es hier ja Sitzungen, wo man sagen könnte, man hätte zusammen geschlafen, hat es aber gar nicht, weil die Intensität dieser Sitzung war so groß, dass es sich so anfühlt. Dabei haben wir es gar nicht gemacht, aber es fühlt sich so an und das ist einfach toll. Was vielleicht eben schwierig ist, ist natürlich für manche Leute, es wird hier sehr nah und dann müssen sie wieder alleine nach Hause gehen. Oder sie sind danach in ihrem Leben wieder alleine. Das ist leider auch das Leben. Das Leben ist Schönheit und Schmerz in einem. Also je mehr die Schönheit auf der einen Seite aufsteigt, desto tiefer wird auch der Schmerz auf der anderen Seite sein. Aber wenigstens ist dann auch die Schönheit mit dazugekommen. Diese Frage wird mir auch oft bei behinderten Menschen ja gestellt. Also was tust du, wenn die sich dann in dich verlieben? Ja, was tue ich? In der Sitzung, ich spreche auch mit den Leuten darüber, wenn sie wirklich Schwierigkeiten damit haben, dann spreche ich das an und wir reden darüber. Ich mache das immer transparent, dass ich auch in einer Beziehung lebe, dass ich Kinder habe und dass ich diesen Job auch nicht mache, um zu heiraten oder so. Das bin ich schon. Das Wesentliche der ganzen Sitzung ist der Kontakt. Gar nicht so sehr, gibt es da jetzt Orgasmen oder nicht, oder ist es jetzt hier erotisch oder nicht. Das manchmal rückt es völlig in den Hintergrund und ich bin begeistert einfach über einen Kontakt, der da entsteht. Es ist eine Form der Zusammenarbeit, die ich sehr schätze, ein körperliches Gespräch, so kann ich es vielleicht auch nennen. Der Kontakt ist da eben immer direkt. Und die Reaktion ist auch direkt dann und ist nie aufgesetzt, nie irgendwie komisch, sondern da ist immer, da merke ich ganz genau, der Körper ist da und ich bin auch da und wir machen was zusammen. Ah ja, es gibt eine, das dürfte ich in Italien ja nicht erzählen, weil du gesagt hast, das ist jetzt zu viel. Es war hier mal eine Frau und ich merkte, die lag da und es kam ein Fluss auf eben zwischen dieser Frau und mir, der sehr erotisch wurde dann. Und es war so schön, dieser Fluss. Und ich merkte so, es ist in dem Moment völlig egal, ob da ein Mann oder eine Frau liegt. Es ist unerheblich. Dann ist da ein Körper und es ist schön. Und der Körper ist schön, egal wie der aussieht und auch welches Geschlecht er hat sogar. Und es war eine tolle Erfahrung. Jetzt werde ich ganz ruhig. Nein. Wirklich, alle sind, alle, wenn das alles weg ist, diese ganze Form und dieser Schwachsinn, dann sind sie alle schön. Das ist unglaublich. Also das Ding ist, dass wir das alle sind. Ich bin auch nur ein Mensch, also ich mache ja auch Scheiße. Prostitution ist eine Dienstleistung, die auf den Genitalbereich fokussiert ist. Und das sehe ich eben in meiner Arbeit nicht so, sondern da ist der ganze Mensch im Blick. Und ich gucke nicht nur auf Genitalbereiche und bin auch nicht darauf ausgerichtet, da jetzt die Befriedigung herzustellen und damit der Mensch wieder nach Hause gehen kann. Das ist überhaupt nicht das Ziel meiner Arbeit. Also tatsächlich überhaupt nicht gesagt, dass es hier überhaupt zu sexuellen Handlungen kommt. Das muss nicht so sein. Eigentlich muss jede Person, die sowas machen möchte, da muss auch individuell geguckt werden, wie kann das möglich sein, dass sie ihre Art, das zu machen. Also es muss immer möglich sein, dass eine Frau, die sowas macht, das auf ihre persönliche, spezielle Art machen kann.
Also meine Art ist vielleicht jetzt so und jemand anders macht es aber anders. Und ich bin überzeugt davon, dass es sehr gute Prostituierte, also gute, erfahrene Prostituierte gibt, die super gute Berührerinnen sind und haben das nie irgendwo gelernt oder so, sondern die können das einfach, weil sie über viele Jahre mit Leuten gearbeitet haben. Und das ist einfach die Praxis, die sie haben. Und natürlich gibt es hinterher, also der gesamte Mensch und seine Geschichte, der hat immer seine Geschichte dabei. Niemand kommt hier rein und ist nur ein Genitalbereich. Das ist Quatsch. Also ich finde, es gibt beides in Deutschland. Es gibt Akzeptanz hierfür und es gibt aber auch wirklich viele Leute wissen gar nicht, dass es sowas gibt hier auch. Aber grundsätzlich ist es möglich, so zu arbeiten und das ist schon mal sehr schön im Gegensatz zu Italien. Da geht das ja gar nicht, ist offiziell nicht erlaubt. Berlin ist schon sehr frei und akzeptiert sowas hier. Also die Medien wollen oft nicht die Wirklichkeit zeigen, sondern wollen, dass ich dann ihre Geschichten bediene und das mag ich nicht. Was mir nicht gefällt, ist, wenn jemand zu mir kommt und hat eine bestimmte Idee und ich soll diese Armut, diese Berührungsarmut eben möglichst bestätigen und sagen, ja, die sind ganz arm und denen geht's schlecht und die müssen dann zu mir kommen und teuer dafür bezahlen, für so eine Sitzung und diese Idee oder diese Idee möchte ich nicht bedienen. Das ist einfach schwachsinnig. Manchmal ist es so, aber manchmal ist es auch überhaupt nicht so. Da habe ich schon so viele Leute komplett anders hier rausgehen sehen, als sie reingekommen sind. Und das ist schon sehr schön. Ja. Siehst du, wo die